Der erste Vortrag wird von Astrid Ende gehalten. Sie ist bekannt im Foskis-Umfeld und sie ist auch aktiv in der OSGEO, der internationalen Organisation, wo sie im Board of Directors ist seit 2017 und auch den Soul Cats Award erhalten hat für ihre große Community-Arbeit. Und sie hat jetzt gleich einen langen Vortrag und es geht auch um 20 Jahre Foskis, also viel Geschichte zu erzählen. Und dazu gibt es ja auch 20 Tipps zu Foskis und erzählt noch Neuigkeiten rund um das Projekt. Ich wünsche allen einen spannenden Vortrag. 20 Jahre Foskis. Ich freue mich, diesen Vortrag heute auf der Foskis 2021 halten zu dürfen und Ihnen noch 20 hilfreiche Tipps mit auf den Weg zu geben. Mein Name ist Astrid Emde, ich bin von der Ware Group in Bonn und bin dort GIS Consultant und als Dozentin bei der FOSS Academy tätig. Ich bin in vielen Projekten und Organisationen aktiv, so zum Beispiel im OSGEO Board, und ich habe das Glück, als GIS Consultant täglich eigentlich mit PostgreSQL und PostGIS zu tun zu haben und darüber hinaus noch mit einer Reihe weiterer Software aus dem Geospatial-Bereich. Bei der Ware Group sind wir mittlerweile über 40 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an drei Standorten, Bonn, Berlin und Freiburg. Wir sind Dienstleister in den Bereichen WebGIS, GDI, Kataster, Datenbanken und alles mit freier Software. Wir haben das Schulungsinstitut, die FOSS Academy, und wir veranstalten zudem auch Infoveranstaltungen und Konferenzen. MapBender, Metador und Mops und der Map-Converter sind Projekte, die bei uns im Haus entwickelt werden. 20 Jahre Foskis. Am 31. Mai 2001 war es soweit. Im Vorfeld zu diesem Vortrag habe ich mich an den Chair, den Paul Ramsey, von dem Projekt gewandt und gefragt, ob eigentlich eine Party geplant ist für den 20. Geburtstag. Und der Paul Ramsey hatte diesen Termin gar nicht so auf dem Schirm. Er schickte mir als Antwort dann noch diesen Link, und das war der Link zur Initial Release Mail vom Foskis Projekt, und zwar dem Release 01. Die Mail kam vom Dave Blasby und hatte einiges anzukündigen. Und zwar wurde PostgreSQL 7.1 damals um eine 3D Geographic Object Types erweitert. Und dieses PostGIS konnte schon allerhand. Da gab es Simple Features gemäß der OpenGIS-Spezifikation, Punkte, Linien, Polygone, sogar mit Löchern, also Donuts. Dann gab es Multi-Objekte, es gab Geometry Collections und es gab auch schon Well-Known Text. Dann konnten die Daten schon indiziert werden. Es gab den GIST auch damals schon. Es gab diverse Analysefunktionen, beispielsweise zur Längenberechnung oder zur Flächenberechnung. Und es gab schon die JDBC Extension. Ja, das Ganze stand unter der GPL, General Public License, und wurde einerseits hier über diese Yahoo Groups Liste beworben und auch über viele andere Listen. Refractions Research ist eine Firma in British Columbia in Kanada. Und dieses Bild ist ein bisschen später aufgenommen worden, zeigt aber die Entwickler. Einerseits den Dave Blasby im Vordergrund, den Entwickler der ersten PostGIS-Versionen, dann den Paul Ramsey, der für die Builds und die Dokumentation zu Anfang zuständig war, und den Jeff Lonsbury, der für den Loader zuständig war. Paul Ramsey ist der Einzige, der noch im PostGIS-Projekt aktiv ist. Er ist mittlerweile der Chair des Projektes und ist sehr, sehr aktiv und hält auch sehr viele Vorträge und macht Blog-Einträge, die wirklich sehr spannend sind. Ja, wie kam es dazu?
zur Entwicklung von PostGIS. Refactions Research hat ein Projekt mit sehr vielen Shape-Dateien, dateibasierten Daten, die sich noch dazu auch sehr oft änderten. Und das macht es sehr schwer oder sehr aufwendig, da immer Analysen bereitzustellen. Und da kam schon damals der Gedanke, dass es doch viel besser wäre, das Ganze über eine Datenbank vorhalten zu können. PostgreSQL war damals schon im Einsatz und man war sich bewusst, dass es leicht erweiterbar ist. Damals gab es auch schon einen Geometry-Type in PostGIS, der war aber eher rudimentär und man konnte schon Custom-Types definieren. Es gab Beispiele und eine gute Dokumentation und so entschloss sich das Team, einen eigenen Custom-Type zu generieren. Außerdem orientierte man sich an der OpenGIS, Simple Feature Implementation Specification for SQL. Die kam schon 1999 heraus und beschrieb beispielsweise Geometrieklassen und ihre Beziehungen. Außerdem gab es da Funktionen, einerseits beispielsweise Area oder Point on Surface oder Centroid, aber auch Konstruktionsfunktionen, zum Beispiel Geom from Text, mit der man dann Geometrien generieren konnte. Und hier gab es auch Empfehlungen in diesem Dokument und die ersten Versuche von dem Team, die erfolgten mit Blobs und Table of X and Y, aber da war die Performance sehr schlecht. Und so machte man einen letzten Versuch mit der Native Type Extension und diese Lösung war dann 10-mal schneller und wurde weiter verfolgt und wurde auch in allen 0x-er PostGIS-Versionen so beibehalten. PostGIS 0.1, wie wir eben schon gesehen haben, das bedeutete PostgreSQL 7.1. Der Code war im CVS, nicht im SVN, nicht im Git. Die Releases waren auf SourceForge. Man musste PostgreSQL und PostGIS selber kompilieren. Und wenn wir unter Windows arbeiten wollten, dann brauchte man eine CycleIn-Umgebung. Hier habe ich mal eine Mail noch aufgeführt von Mike Elstermann. Dies war von 2004, also schon ein paar Jahre später, aber die ging über die mapserver.de-Liste und das ist hier ein Kochbuch, wie wir vorgehen müssen, wenn wir Mapserver installieren möchten und da auch PostgreSQL nutzen möchten. Die Visualisierung zu Anfang erfolgte über JShape, das ist eine Java-Anwendung, Java Crystal Shape Viewer. Und im ersten Jahr passierte sehr viel. Also es kamen einige Versionen raus, und zwar die 0.2er-Version kam schon kurz nach der 0.1er-Version am 19. Juni heraus. Da wurde vor allen Dingen die Dokumentation hinzugefügt und ein paar neue Funktionen. Die 0.3er- und 0.4er-Versionen, die wurden direkt übersprungen, weil die 0.5er-Version mit sich brachte, dass viele Funktionsnamen umgeändert wurden und sich entlang der Spezifikation, der SFSQL-Spezifikation, von der wir eben gehört haben, orientierten. Und auch in dieser Version kam schon der Map-Server-Support hinzu und vieles mehr. Die 0.6er-Serie brachte dann weitere Funktionen und in der 0.7er-Version wurde dann Approach 4 integriert, die Transform-Funktion wurde entwickelt und war dann in dem Release 07, dann am 4. Mai 2002 vorhanden. Gleichzeitig erfolgte die Entwicklung der JTS, der Java Topology Suite. Die Java Topology Suite ist eine Umsetzung der Simple Feature Specification for SQL und ist in Java entwickelt. Die Geschichte von PostGIS ist auch die Geschichte von JTS und GEOS. Und die JTS-Version kam im Dezember 2001 heraus und das erste Release war die 09er-Release. Das 09er-Release, der Martin Davis war der Entwickler von Vivid Solutions, Martin David, der war der Entwickler von JTS. Und die Visualisierung damals der Geometrien erfolgte mit Testbilder und später mit Jump. Der Martin Davis hat einen Blog-Eintrag geschrieben, wo er die Entwicklung nochmal beschreibt und auch beschreibt, wer alles noch beteiligt war.
Und das war natürlich sehr attraktiv, diese JTS, für das PostGIS-Projekt, weil ja, diese Bibliothek schon letztendlich die Spezifikation umgesetzt hat und auch Funktionen, die vielleicht ein bisschen schwieriger zu implementieren war. Nur das Problem war, JTS war in Java und PostGIS ist in C++ geschrieben. Und so bedarf es einer Portierung von JTS nach C++, also von Java nach C++. Und das sollte mit dem Projekt GEOS erfolgen. Die Portierung von JTS nach GEOS erfolgte dann durch den Studenten Ferdinando Villa, auch in Zusammenarbeit mit dem Martin Davis. Und die erste PostGIS-Version, die dann mit GEOS herauskam, war die 08er-Version im November 2003. Schauen wir mal an, welche anderen Projekte PostGIS unterstützt haben. Da kam sehr früh schon das Projekt GEDAL OGR hinzu. Der Frank Wormedem war auch auf der Mailingliste und verfolgte das Projekt PostGIS und es kam sehr früh schon zu Diskussionen. Und ja, 19 Tage nach dem initialen Release gab es dann auch schon die OGR-Unterstützung. Daten konnten in die Datenbank geladen werden und Map-Server und OpenEV konnten als Client verwendet werden. Map-Server hat schon damals OGR als Datenquellen unterstützt und so lag darüber dann auch die Unterstützung für PostGIS vor. Das Map-Server-Projekt war weltweit im Einsatz, damals noch unter dem Namen UMN. Und ja, auch in diesem Projekt wurde die PostGIS-Unterstützung schon früh diskutiert. Man überlegte, ob es ausreichend ist, OGR als ja, Datenquelle zu nutzen, um auf die Datenbank zuzugreifen. Aber dann wurde der Native Support eingebaut und zwar schon in der PostGIS-Version 0.5. Kam die Unterstützung für Map Server 3.5 aus der CVS-Version hinzu. Und genau, also ab Map Server 3.5 konnte man nun direkt auf PostGIS-Tabellen zugreifen. Und hier sieht man mal die Beschreibung von Paul Ramsey, wie das Ganze aussehen kann. Ganz unten sehen wir die Layer-Definition mit Connection-Type und Data-Angabe und Connection. Und das ist, wie es heute auch noch funktioniert, wie wir heute auch noch PostGIS-Daten im Map-Server einbinden. Das GrassGIS-Projekt baute PostGIS-Unterstützung ein. PostGRAS-Unterstützung war schon im Juni 2002, lag die schon vor und verfügbar war die dann im GRAS 5.1er-Projekt. Und dabei muss man noch bedenken, dass GRAS ein topologisches Vektormodell hat und ja, darüber eine Portierung erst stattfinden musste. Dann das QGIS-Projekt. Der Gary Sherman im fernen Alaska hörte auch vom PostGIS-Projekt und programmierte in seiner Freizeit einen Viewer für PostGIS-Daten unter Linux, mit C++ und Qt. Und diese Software stellte er 2002 im Juli auf SourceForge bereit. Und wir wissen alle, was aus diesem Projekt dann geworden ist. Und wir alle lieben QGIS und ja, nutzen diese tollen PostGIS-Funktionen sehr gerne. Ja, PostGIS-Unterstützung, wir sehen es hier auf der Zeitleiste, ganz viele Projekte kommen hinzu. GeoServer beispielsweise war auch schon sehr früh dabei und unterstützt PostGIS. Und so sehen wir über die Jahre, kommen da Projekte hinzu und auch auf Veranstaltungen war es immer ein großes Thema. PostgreSQL mit PostGIS kann die Software demnächst dann auch PostGIS-Unterstützung bieten. Das war auf jeden Fall eine Frage, die wir sehr oft gestellt bekamen. Ja, im ersten Jahr passierte sehr viel. Wenn wir auf die Mailingliste schauen, da sehen wir, kommen die Leser, die Beteiligten kommen aus der ganzen Welt. Es waren schon zwei aus Österreich dabei, zwei aus der Schweiz und fünf Personen aus Deutschland. Und sonst sind noch viele andere Länder vertreten. Der Paul Ramsey fragte auf der Mailingliste dann irgendwann mal, was die Leute eigentlich mit PostGIS machen und wer PostGIS nutzt. Und darauf kamen Antworten aus der ganzen Welt. Ich habe ein paar mal hervorgehoben. Die Regina Obe, die arbeitete damals bei der Stadt Boston im Department of Neighborhood Development. Die hatte mit Grundstückentwicklung und Empfehlungen für Bauherren zu tun und
Die hatte sich schon so einen Workflow aufgebaut. Sie importierte Daten aus MS SQL, Server nach PostGIS, führte dann Datenanalysen und Berechnungen durch und exportierte das Ganze über ShapeDump dann wieder als Shapes, die dann morgens zur Verfügung standen. Und alles war automatisiert. Regina Obe ist mittlerweile im PostGIS-Team, ist dort im PSC, ist in ganz vielen anderen Projekten aktiv und hat ein Buch geschrieben, PostGIS in Action, was ich sehr empfehlen kann. Dann haben wir den Sandro Santilli. Der ist auch Teil des PostGIS-Projekts mittlerweile und hat damals Bug-Reports gemeldet und auch viele Patches zum Projekt hinzugefügt und ist dann 2003 offizieller PostGIS-Entwickler geworden. Und ja, wie wir hier sehen auf dieser Übersicht vom November 2003, war der sehr aktiv in der Mailingliste. Dann schauen wir nach Deutschland. Der Bernhard Reiter schreibt auf diese Mail, dass bei der Firma Intivation PostGIS oder PostgreSQL als Backend für einen Geolocation-Server verwendet wird, für so ein Multiplayer-Spiel. Das war damals, ist vergleichbar mit dem heutigen Ingress-Spiel, was viele wahrscheinlich kennen. Und ja, bei Intivation kam PostgreSQL und PostGIS zum Einsatz. Intivation kennen viele wahrscheinlich. Die haben damals schon die FreeGIS-Mailingliste 2000 ins Leben gerufen. Frank Kormann, Sigge Reimer, Jan-Oliver Wagner, die waren damals bei Intivation, nutzten Map-Server auch schon seit 2000 und sind 2005 Partner von Refractions Research geworden und haben im deutschsprachigen Bereich PostGIS-Support angeboten und haben darüber beispielsweise auch eine Verbesserung der Genauigkeit von Verschneidungsoperationen in JTS und GEOS finanzieren können. Ja, und Frank Kormann spricht von PostGIS als ein sehr solides Werkzeug, ohne Überraschung. Und schauen wir mal weiter. Auch in Halle kam PostGIS früh zum Einsatz. Mike Elstermann, den viele auch als GeoObserver kennen, der nutzte schon 2001 den Map-Server und 2002 setzte er sich zum Ziel, ein WebGIS mit einer GeoDB für alle aufzubauen, was komplett 0 Euro Lizenzkosten kosten sollte. Und das setzte er dann innerhalb von 10 Tagen um, ja, mit einem Linux-Rechner, mit den diversen Komponenten und das war dann produktiv im hallischen Intranet und ja, und es war sehr beliebt und wuchs über die Jahre. Und auch hier kam schon PostgreSQL und PostGIS zum Einsatz. PostGIS war auch in Bonn sehr früh angekommen. CCGIS und Karthago setzten Map-Server und PostGIS schon früh ein. Die Firma CCGIS entwickelte die WMS Client Suite, MapBender damals schon und Arnulf Christel bewarb Open Source Geospatial weltweit. Zahlreiche Geoportale wurden schon entwickelt und Fiona, Flächeninformation und Online-Antrag vom Land Baden-Württemberg, das wurde bei CCGIS entwickelt und nutzte damals schon den Map-Server und PostgreSQL und PostGIS. Und ich stellte das 2006 bei der Phosphogy in Lausanne vor und hier habe ich einerseits mal ein Screenshot von der Anwendung, dann auch die Ankündigung damals und die Folien und wir sehen, dass damals schon 6,5 Millionen Flurstücke in der Datenbank vorgehalten wurden. Beim KZ Lemgo kam PostGIS schon früh zum Einsatz. Der Frank Jäger entwickelte 2004 ein Werkzeug, EDBS Tour WKT, mit dem die ALKIS-Daten importiert werden konnten nach PostgreSQL und dann visualisiert werden konnten und abgefragt werden konnten. Und parallel entwickelte der Peter Kordorn, WLDGE Tour SQL, ein Werkzeug, mit dem ALB-Daten importiert werden konnten, also Grundstückseigentümerdaten. Ja, mit dem neuen Format ALKIS NAS musste ein neuer Konverter entwickelt werden und da entschied man sich, das Ganze in OGR als Datenformat für Vektordaten einbauen zu lassen. Das machte der Frank Wormerdam für uns schon 2009
Und das Ganze lag dann in der 1.7er Version vor. Ja, und alles ist über die Jahre viel leichter geworden. Wir müssen nicht mehr selber kompilieren. Es gibt Pakete für Linux, Windows, Mac. Wir brauchen keine Cygwin-Umgebung mehr und können ja ganz leicht auf PostgreSQL und Postgres zugreifen. Früher war es so, wenn wir eine Datenbank aktivieren wollten, dann mussten wir PLPGSQL erst laden, wir mussten Funktionen laden, wir mussten die Spatial Refsys-Tabelle erzeugen und befüllen. Und da hat man sich auf jeden Fall ein Postgres-Template gemacht, was immer wieder verwendet werden konnte. Und heute brauchen wir nur Create Extension Postgres aufrufen und haben so eine Datenbank um Postgres erweitert. Damals, wenn wir Geometrien erstellen wollten, da haben wir das über die Funktion Select Add Geometry Columns gemacht. Die Funktion Add Geometry Columns, die gibt es weiterhin, aber die brauchen wir jetzt nicht mehr, weil wir haben jetzt direkt die Möglichkeit, beim Create Table Statement unsere Geometrie als eigenen Datentyp anzulegen und können dann hier direkt mitgeben, um was für Objekte und welchen EBSG-Code es sich handelt. Schauen wir uns einmal die Postgres-Entwicklung über die Jahre an. Wir sehen, es sind viele Versionen herausgekommen. Ein wichtiger Meilenstein war vielleicht nochmal die 1.2er-Version. Da wurde die ISO-SQL-MM-Spezifikation hinzugezogen, also noch eine weitere Spezifikation, die dann auch beispielsweise Kreisbögen und Rasterdaten noch beschreibt. Und ein sehr wichtiger Release war der Meilenstein 2, der 2012 erfolgte. Da haben wir jetzt dann auch noch Unterstützung für Polyhedral Surfaces oder auch Rasterdaten. Und in der 1.5er-Version kam der Geography-Datentyp hinzu. Ja, Postgres 2 im April 2012, da wurde die SQL-MM-Unterstützung weiter verfolgt. Die Funktionen bekamen den Präfix SC-Unterstrich, Type-Mod-Unterstützung wurde eingeführt, Geometry Columns ist jetzt nicht mehr eine Sicht, sondern liest nicht mehr eine Tabelle, sondern eine Sicht und liest aus dem Systemkatalog. 0 statt minus 1 für Geometrien ohne SR-ID und viele neue Funktionen, wie zum Beispiel die praktische SDMacValid-Funktion, kommen hinzu. Dann Rasterunterstützung, verbesserte Topology-Unterstützung und im Bereich 3D-Objekte, Polyhedral Surfaces und TINs. Und auch im Bereich der Indizes gibt es Indizes für 3D und 4D und den KNN-Index, der eingefügt wird, geführt wird. Postgres als Extension gab es dann ab der Version von PostgreSQL 9.1, was das Ganze auch sehr vereinfacht hat. Ja, PostGIS 3.0 kam dann im Oktober 2019 heraus. Hier benötigen wir eine GIS-Version von mindestens 3.6. Wir haben die Rastererweiterung als eigene Extension ausgelagert. Es kommen viele neue Funktionen hinzu und beispielsweise können wir Mapbox-Vector-Tiles generieren und haben hier die Feature-ID und vieles mehr. Dann haben wir jetzt die 3.1er-Version, 3.1.2, die am 21. Mai 2021 herauskam. Auch hier haben wir eine neuere GIS-Version und genau, da wurden die Next Generations Overlay-Funktionen überarbeitet und das kommt auch dem PostGIS-Projekt zugute. PostGIS ist ein OSGEO-Projekt und ist 2009 inkubiert, 2012 wurde der Inkubationsprozess durchlaufen und das Projekt aufgenommen mit Paul Ramsey als Chair. PostGIS ist Teil, ein fester Teil von Open Source Geospatial Konferenzen. Die wichtigste Konferenz ist hier sicherlich die PhosphorG, die jährliche globale Konferenz der OSGEO. Aber auch auf der PhosGIS ist das PostGIS-Projekt jedes Jahr vertreten. Auf der PhosphorG trifft man auch Entwickler und es gibt ganz viele Workshops und Vorträge.
Ja, und ein wichtiger Tag ist auch der Postgis Day am dritten Donnerstag im November. Das ist in diesem Jahr der 18. November 2021. Da trifft sich die Postgis Community entweder virtuell oder vor Ort zum Geobier. Es finden Workshops statt, es finden Veranstaltungen statt und ja, auch im Netz wird dieser Tag groß gefeiert. Das Postgis-Team trifft sich zu Hacking-Events, zu Code-Sprints, beispielsweise hier in Boston in 2018 oder in Minneapolis beim OSGEO Code-Sprint 2019. Und ich habe hier auch nochmal das POC aufgeführt. Das finden wir auch in der Dokumentation. Also die Leute, die hinter dem Postgis-Projekt stecken und da aktiv sind. Und in der Dokumentation finden wir auch noch Hinweise zu den anderen Entwicklern, die zum Projekt beitragen. Rund um Postgis gibt es noch eine ganze Menge, auch andere Projekte, die ja, Postgis nutzen oder dazugehören. Da gibt es Punktwolken, die wir in der Datenbank verwalten können. Dazu gibt es eine eigene Erweiterung. Dann gibt es SF Seagull, das ist ein C++ Wrapper Library für Seagull für 3D-Operationen. Es gibt PG-Routing für Routing. Da können wir auch OpenStreetMap-Daten über OSM to PGSQL PG-Routing importieren und darüber ein Routing durchführen. Es gibt ein neues Projekt MobilityDB für die Speicherung von sich bewegenden Objekten. Es gibt den Foreign Data Wrapper OGR-FDW, mit dem wir ganz viele Geodaten in die Datenbank übertragen können. Dann gibt es PG-TileSurf und PG-FeatureSurf als neue Projekte, einerseits zum Erzeugen von Vector-Tiles und ja, PG-FeatureSurf als Feature-Server. Und aus dem OSM-Bereich gibt es auch noch viele Projekte. Ja, wie sind die Ziele für die Zukunft? Das fragte ich auch den Paul Ramsey. Und das war seine Antwort, also mehr Geometry Processing Funktionalität, Verbesserungen in GEOS, dann Rasteranalyse Funktionen und die Integration neuer Feature und natürlich das Scaling von Postgis. Es gibt ein Postgis Dream Journal, wo man Ideen äußern kann. Dann nochmal alles Gute, 20 Jahre Postgis, Happy Birthday für das Projekt und alles Gute für die Zukunft. Alles Gute für die nächsten Jahre und wir sind gespannt, wo die Reise hingeht. Und hier geht es jetzt direkt weiter mit 20 hilfreichen Tipps zu Postgis. Und Postgis sollte man nicht ohne PostgreSQL sehen, deshalb auch ein paar Tipps zu PostgreSQL. Der erste Tipp, lernen Sie SQL. SQL ist vielseitig einsetzbar, seien Sie neugierig. Für den Anfang reichen auch ein paar SQLs. Sie müssen nicht gleich die ganze Spezifikation lernen. Und ja, außerdem helfen Ihnen Anwendungen auch bei der Kommunikation mit der Datenbank. Das heißt, beispielsweise QGIS kann Ihnen fantastisch dabei helfen. Und es gibt auch Tutorials und Kurse, die Ihnen mit den ersten Schritten helfen. Tipp Nummer 2. Welches Werkzeug passt zu Ihnen? Ja, wenn Sie mit PostgreSQL und PostGIS arbeiten, suchen Sie sich einen Client, mit dem Sie gut arbeiten können. Das kann auf der Kommandozeile PSQL sein. PSQL ist auch hilfreich, wenn Sie keine grafische Oberfläche beispielsweise auf dem Server zur Verfügung stehen haben. Auf der anderen Seite gibt es grafische Datenbank-Clients wie pgAdmin4 oder DBeaver. Beide unterstützen mit ihrem Geometry Viewer die Visualisierung der Geodaten und DBeaver unterstützt zudem noch diverse andere Datenbanken, sodass das vielleicht für Sie die Wahl ist, wenn Sie auch noch mit anderen Datenbanken arbeiten. Und QGIS natürlich als ein wunderbares Projekt, um mit Daten aus der Datenbank zu arbeiten. Da gibt es viele Möglichkeiten. Sie können die Daten visualisieren. Sie haben ein Werkzeug zum Import und Export.
Sie können ganz einfach neue Tabellen generieren. Sie haben eine Datenbankverwaltung mit einem komfortablen Client. Sie können Rasterdaten, die Sie in der Datenbank gespeichert haben, ganz einfach über Drag and Drop in Ihr Projekt holen. Sie können Punktwolken, die PC-Patches, einfach visualisieren und haben tolle Möglichkeiten bei der Datenerfassung. Und in QGIS können Sie ganz schön die Formulare auch anpassen. Und das können Sie bei der Datenerfassung dann für die Datenerfassung dann auch nutzen. Ja, rund um QGIS und PostgreSQL gibt es noch weitere Plugins. Die können Sie entdecken. Beispielsweise gibt es Discovery zum Aufbau von Suchen auf PostgreSQL-Tabellen, was recht einfach zu konfigurieren ist, und vieles mehr. Ja, Tipp Nummer 4. Sie arbeiten mit ALKIS-Daten. Dann sind vielleicht die Projekte PostNASuite, NORGIS ALKIS Import und QGIS NORGIS ALKIS für Sie interessant. NAS-Daten können ganz einfach mit QGIS NORGIS ALKIS Import importiert werden nach PostgreSQL, und dann können die in QGIS visualisiert werden. Es gibt dabei auch Suchen und Dialoge mit der Informationsausgabe, sodass Sie ganz leicht auf die ALKIS-Daten zugreifen können. Und Sie können auch mit Ihren ALKIS-Daten ins Web gehen. Da gibt es die Möglichkeit, Kartendienste zu generieren und die beispielsweise hier, wie Sie in dem Screenshot sehen, von der Demo im Oberbergischen Kreis, können Sie die Daten auch im Web anbieten. Tipp Nummer 5. Nutzen Sie Indizes. Beschleunigen Sie Ihre Abfragen. Wenn Ihre Daten langsam sind, dann kann es sein, dass Sie noch keinen Index aufgebaut haben. Der Index nutzt die Bounding Box der Daten, und Sie können so einen Index auch direkt beim Import erstellen, zum Beispiel über den DB-Manager, Shape2PGSQL oder OGR2OGR. Und Sie können den Index aber auch im Nachhinein noch erstellen. Da gibt es verschiedene Indextypen, von denen der GIST der verbreiteste ist. Tipp Nummer 5, Cluster. Beschleunigen Sie Ihre räumlichen Abfragen. Nochmal zu dem Thema. Sie können, nachdem Sie so einen Index erstellt haben, auch Ihre Daten neu schreiben lassen. Und zwar können Sie die dann gemäß des Index neu schreiben. Und das erfolgt über Cluster. Nochmal ein Zusatztipp zu Nummer 5. Sie können die Worker in PostgreSQL aktivieren. Manche Abfragen können über mehrere Prozesse abgearbeitet werden. Und da ist es gut, ein paar Worker zu haben, die das Ganze dann aufteilen können. Tipp Nummer 6. Wenn Ihre Abfrage dann weiterhin langsam ist, dann prüfen Sie, ob der Index verwendet wird. Dafür können Sie Explain Analyze oder Explain nutzen. Sie haben im PG-Admin eine grafische Explain-Ansicht und sehen dann am Ergebnis, ob der Index benutzt wird und wie der Abfrageplaner vorgeht, um die Abfrage auszuführen. Tipp Nummer 7. Räumen Sie ab und zu einmal auf. Bereinigen Sie die Datenbank. Vacuum markiert dabei nicht mehr benötigten Speicherplatz und Analyze aktualisiert die Statistik des Query Planners. Das wird normalerweise durch einen Hintergrundprozess AutoVacuum durchgeführt, aber es macht manchmal Sinn, das auch per Hand anzustoßen. Nochmal zum Tipp Nummer 7, zum Aufräumen. Schauen Sie sich auch mal die Geometry Columns Sicht an. Haben Sie da viele SRID-0-Angaben, dann weisen Sie die Projektion zu. Haben Sie viele Geometry Collections, bei denen aber eigentlich der Geometrietyp bekannt ist, dann setzen Sie den doch im Nachhinein. Dieses können Sie über Doppelpunkt für die Typzuweisung dann durchführen. Tipp Nummer 8. Sind Ihre Geometrien valide? Wenn nicht, dann reparieren Sie ungültige Geometrien. Dafür haben wir die SDMakeValid-Funktion zur Verfügung stehen. Ungültige Geometrien können auch Ärger machen, wenn Sie Berechnungen durchführen oder auch falsche Ergebnisse zurückgeben. Deshalb macht es Sinn, die ausfindig zu machen mit STS-Valid-Geom gleich
False, finden Sie raus, wer da ein Kandidat ist und können Sie dann mit STMake Valid reparieren. Tipp Nummer 9, SD Subdivide. Können Sie nutzen für schnellere Berechnungen. SD Subdivide unterteilt Multipolygone oder Polygone in viele kleine Polygone. Und dann können Sie Ihre Abfrage auf diesen kleinen Polygonen durchlaufen lassen und kommen dabei gegebenenfalls schneller zum Ergebnis. Tipp Nummer 10. KNN, K-Nearest Neighbor. Mit KNN können Sie die nächsten Objekte zu einem anderen Objekt ermitteln. Und diese Abfragen sind auch sehr performant, weil KNN den Index benutzt und damit die Bounding Box. Tipp Nummer 11. Prüfen Sie, was die Funktionen zurückgeben. In PostGIS haben wir sehr schöne Funktionen zur Verfügung stehen, zum Beispiel NumPoints, PointN, GeometryN, Exterior Ring, aber Sie sollten immer schauen, ob die Funktionen auch wirklich das zurückgeben, was Sie erwarten. Tipp Nummer 12. PostGIS bietet zahlreiche tolle Funktionen. Sie sollten sich die einmal anschauen. Die PostGIS-Dokumentation bietet da sehr schöne Beispiele, auch grafisch teilweise, und die können Sie sehr gut dann ausprobieren und entdecken vielleicht tolle Funktionen, wie zum Beispiel diese SD-Voronoi Polygons, mit der ich hier diese Grafik generiert habe. Oder Tipp Nummer 12, nutzen Sie Hexagon Grid oder SD-Square Grid. Das sind neue Funktionen, die ab der Version 3.1.0 zur Verfügung stehen. Tipp Nummer 13, Rasterdaten in der Datenbank. Ja, Rasterdaten können in der Datenbank gespeichert werden. Dazu gibt es Raster2PGSQL für den Import. Für den Export gibt es GEDAL. Via GEDAL Translate können wir Daten exportieren oder einfach auch im QGIS die Daten in einem anderen Format speichern. In QGIS haben wir auch die Unterstützung via Drag and Drop zum Einbinden der Rasterdaten, und wir haben über 100 Funktionen, zum Beispiel zum Verschneiden, Ausgabe von Pixelwerten, Statistiken und vieles mehr. Tipp Nummer 14, Punktwolken in der Datenbank. Es gibt eine Erweiterung, Point Cloud, die stellt eigene Datentypen her, sodass auch Punktwolken in der Datenbank gespeichert werden können und mit Funktionen darauf zugegriffen werden kann. Über PIDAL können Sie Punktwolken importieren oder exportieren und haben da viele Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Schauen Sie sich auch mal die mehrdimensionalen Objekte an, die Sie in PostGIS nutzen können. Hier gibt es sehr viele Funktionen, mit denen Sie auf mehrdimensionale Daten zugreifen können, und die Erweiterung SF-Seagull bietet weitere Funktionen. Und Sie können Polyhedral Surfaces, TINS, LOD2 oder CityGML ganz elegant in der Datenbank speichern. Nutzen Sie Funktionen und Trigger, die können Ihnen Arbeit abnehmen. Wenn Sie beispielsweise Daten erfassen, können die im Hintergrund schauen, ob die Daten gültig sind, und können die gegebenenfalls reparieren. Die können für Sie weitere Attributfelder füllen und Daten ermitteln, die dann im Hintergrund mitgespeichert werden. Foreign Data Wrapper. Schauen Sie sich mal Foreign Data Wrapper an. Damit können Sie datenbankübergreifend auf Daten zugreifen. Sie können sich mit einer entfernten Datenquelle verbinden. Das kann auch eine Oracle-Datenbank sein oder MySQL. Das kann aber auch eine andere PostgreSQL-Datenbank sein. Und Sie bauen einen entfernten Server auf und verbinden sich dann mit diesem Server und können dann auf Tabellen von diesem Server zugreifen, in Select Statements, als wären die einfach in Ihrer Datenbank. Das können Sie nicht nur mit anderen Datenbanken, das können Sie auch mit Geodatenquellen, und zwar über OGR-FDW. Das ist eine eigene Erweiterung, die Sie aktivieren können in der Datenbank, und
dann haben Sie auf OKR-Datenquellen Zugriff und Sie können, wie hier in diesem Beispiel, auf einen WFS zugreifen und können dann über die Feature Types in diesem WFS über Select Statements zugreifen. Tipp Nummer 18, PG-Routing. Wenn Sie gerne ein Routing aufbauen möchten, dann schauen Sie sich die Erweiterung PG-Routing an. Tipp Nummer 19, PG-Tileserve. PostGIS Only Tileserver in Go. Das ist ein Vektor-Tileserver, der gehört zur Familie PostGIS for the Web und bildet eine Zwischenschicht zwischen Datenbank und Webmapping-Application. Die Konfiguration erfolgt automatisch über die Datenbankberechtigungen. Tipp Nummer 20, PG FeatureServe, auch ein Projekt der PostGIS for the Web-Familie. Das ist ein PostGIS-basierter Feature-Server, ein RESTful-Web-Service, der die OGC-API-Feature-Core-Standard, den Standard, unterstützt. Und so gäbe es noch viel mehr zu erzählen und viel mehr tolle Tipps, die wir hier uns anschauen könnten. Ich habe noch ein paar Links zusammengestellt zu Vorträgen, zu wichtigen Seiten und möchte Sie ermuntern, sich weiter mit dem Projekt zu beschäftigen. Und jetzt möchte ich zum Ende kommen und nochmal herzlichen Glückwunsch an das PostGIS-Projekt senden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann hoffentlich im September zu PhosphorG, die online stattfindet und wo sicherlich viele tolle PostGIS-Vorträge und Workshops auf uns warten. Herzlichen Dank! Ja, danke vielmals, Astrid Emde, für diesen interessanten, spannenden Vortrag. Für GIS-Veteranen wie mich hat das viele nostalgische Gefühle geweckt. Aber das Schöne bei PostGIS ist ja, dass es immer noch top aktuell ist. Das heißt, das ist was, hat man über Jahre gelernt und kann man heute noch immer noch anwenden. Ich weiß nicht, wann hast du mit PostGIS begonnen? Weißt du das noch? Ja, ich denke, es war 2003. Ich war nicht von Anfang an dabei, aber wir haben ganz früh Map-Server eingesetzt. Und dann, genau, haben wir auch PostgreSQL, PostGIS dann recht früh entdeckt, aber nicht direkt 2001. Ich glaube, die Zuschauer haben auch ein bisschen in den Gefühlen geschwelgt und haben nicht so viele Fragen gestellt. Ich sehe eine Frage, die ich dir gerne weitergebe, weil ich wüsste es nicht, was das genau ist. Okay. Wie kann ich mir das Speichern beweglicher Objekte vorstellen, DB Mobility? Ja, also ich hatte eben ja einige Projekte rund um PostGIS angesprochen und ein recht neues Projekt ist MobilityDB heißt das. Da geht es um sich bewegende Objekte. Das ist ein Projekt der Universität Brüssel. Und genau, die folgen mit ihrer, also da geht es um Busse zum Beispiel, die sich bewegen und so und wie man die womöglich darstellen könnte. Und die folgen dort auch einer Spezifikation der OGC Moving Features Specification. Aber ich muss gestehen, ich habe das noch nicht ausprobiert, das Projekt, und kann jetzt gar nicht genau sagen, wie dann diese Objekte in der Datenbank gespeichert werden. Ja, danke. Es kam jetzt noch eine weitere Frage. Deine Tipps sind offenbar angekommen. Sie wollen die Folien dazu haben. Ja, genau. Die Folie gibt es auch im Nachgang. Ich werde die bei meinem Vortrag dann auch noch als Attachment mit anfügen, sodass man die sich im Nachhinein auch noch aus dem PDF herausholen kann. PostGIS, eben, du hast viel erzählt, was es alles an Funktionen gekriegt hat über die Jahre. Fällt dir noch was ein, was eigentlich noch kommen könnte, kommen sollte? Fällt überhaupt noch was? Oder? Tja, also genau, es gibt ja dieses Dream Journal, was ich eben vorgestellt habe. Und wenn man sich da mal umschaut, da genau, da sind schon noch Wünsche offen. Wenn man jetzt aber vor allen Dingen mit Vektordaten zu tun hat, da würde ich sagen, sind schon viele Wünsche eigentlich erfüllt. Ich würde sagen, im Bereich von Rasterdaten, 3D-Objekten, da sind sicherlich noch ein paar Sachen, die auf jeden Fall kommen werden. Aber genau, für meine tägliche Arbeit bin ich eigentlich schon rundum glücklich und genieße es wirklich, mit PostGIS zu arbeiten. Und deshalb hatte ich auch so diesen Wunsch, ja, da diesen Vortrag mal zu 20 Jahren PostGIS hier zu halten. Eben, wir sind eigentlich rundum glücklich und PostGIS ist auch extrem etabliert.
Trotzdem habe ich gehört, dass in Deutschland das Interesse an Schulen offenbar momentan sehr groß ist. Was mich eher überrascht hat, weil bei uns war der Boom eigentlich so vor 5 Jahren in der Schweiz. Und heute hat eigentlich jede Verwaltung ein PostGIS, entweder nur PostGIS oder mit anderen Datenbanken zusammen. Das heißt, alle gehört irgendwie dazu. Offenbar ist in Deutschland anders. Hast du eine Erklärung dafür? Ja, also genau, wir haben bei der FOSS Academy haben wir schon die Erfahrung, dass die PostGIS-Schulung, PostgreSQL, PostGIS-Schulung sehr gefragt sind und sehr oft ausgebucht sind. Und ja, vielleicht ist auch die Hürde jetzt nochmal viel geringer, sich mit PostgreSQL, PostGIS zu beschäftigen, dadurch, dass zum Beispiel der Umgang mit QGIS so angenehm geworden ist. Ich muss eigentlich gar nicht so sehr SQL-Kenntnisse haben, um zum Beispiel eine Tabelle zu generieren. Und in diesen Einführungsschulungen, da genau lernt man ja nicht nur SQL, sondern man lernt auch dann mit Werkzeugen wie QGIS dann einen sehr einfachen Zugang zu bekommen. Und vielleicht ist es auch nochmal eine ganz andere Zielgruppe, die jetzt in der zweiten Welle dann sich auf den Weg macht und PostGIS lernt und PostgreSQL. Oder wir sind da ein bisschen langsamer bei uns. Vielleicht wart ihr in der Schweiz schneller, das weiß ich jetzt nicht. Ja, ist auch so, dass SQL ja wirklich was Langlebiges ist. Also das wirklich, ich meine, das gibt es jetzt schon über, weiß auch nicht, 30 Jahre, ganz sicher länger schon. Ich meine, es gab mal die NoSQL-Welle, quasi ein bisschen eine Gegenbewegung, aber heute ist wieder quasi, die ist mehr oder weniger vorüber. Heute ist SQL Standard und wirklich eine Kernsprache, die nicht, sich nicht absehbar, dass die quasi jetzt mal ersetzt wird. Ja, also deshalb lohnt sich die Schulungen auch. Also. Ja, deshalb hatte ich auch als ersten Tipp das angemerkt. Also dieses SQL zu lernen, das ist auf jeden Fall eine lohnende Sache, sich damit ein bisschen auseinanderzusetzen. Und man muss nicht gleich die ganze Dokumentation mit vielleicht über 1000 Seiten dann plötzlich durchackern, sondern genau, so ein paar Befehle, die reichen einem dann auch, um ja, sich da in der Datenbank gut zurechtzufinden. Ja gut, es sind jetzt keine weiteren Fragen eingetroffen. Dann danke ich dir nochmals für den schönen, spannenden, langen Vortrag. Gut, danke, gerne. Und wir machen jetzt hier eine Pause, weil das ein Doppelvortrag war, müssen wir jetzt halt ein bisschen warten. Um 17 Uhr geht es hier weiter auf Bühne 3 mit der GDI im Container.